Miteinander. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Bundesligaspiel VfL Gummersbach gegen HSG Wetzlar. Die Saisoneröffnung hat gerade stattgefunden in der Schwalbe Arena beim VfL Gummersbach vor 2908 Zuschauern. Zur Halbzeit stand die Partie 14:16 zugunsten von Wetzlar und am Ende hatte Wetzlar auch deutlich die Nase vorne mit 22:33 ging das Spiel dann aus. Ich begrüße sehr herzlich den Trainer der HSG Wetzlar, Kai Wandschneider, und den Geschäftsführer von Wetzlar, Björn Seib. Und zu meiner Linken sehen Sie den Trainer des VfL Gummersbach, Dirk Beuchler, und den Geschäftsführer Sportdirektor Christoph Schindler. Kai, guter alter Väter Sitte nach, darfst du sagen, wie zufrieden du mit deiner Mannschaft heute bist? Ja, guten Tag. Ich denke, wir freuen uns natürlich alle sehr über diesen Erfolg im ersten Saisonspiel 17-18. Ich denke, beide Mannschaften wussten nicht genau, wo sie dran sind heute. Das geht allen so am ersten Spieltag, wird auch noch ein paar Spieltage so weitergehen. Und umso erleichterter bin ich natürlich, dass wir hier zwei Punkte mitgenommen haben. Ich habe eine ziemlich ausgeglichene erste Halbzeit gesehen. Wir hatten Probleme in der Abwehr. Ich finde, dass Gummersbach sehr gut Moritz Preuß am Kreis eingesetzt hat. Moritz, also wenn man seine Entwicklung sieht, er entwickelt sich immer weiter, also wie er den Ball dann annimmt, der eigentlich nur fallen gelassen wird und sich gegen zwei, drei Abwehrspieler da durchsetzt, das war richtig stark, das haben wir nicht hundertprozentig in den Griff bekommen. Mit dem Angriff war ich eigentlich zufrieden, 15 Tore auswärts zur Halbzeit ist gut, wir haben gute Kreuzbewegungen gemacht, weiter gekreuzt, dadurch die Deckung von Gummersbach auseinandergezogen und dann eben auch sehr gut über Janik Kohlbacher gespielt, aber auch über Christian Börnsen auf Rechtsaußen. Am Anfang hat Carsten Lichtlein und zwei Gegenstöße weggenommen, das nervt, das habe ich schon im Vorfeld gesagt. Aber wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind dann ganz gut aus der Halbzeit rausgekommen, aber Gummersbach hat zweimal verkürzt. Was für uns nicht einfach war, Dirk hat nach der 6-0 schon in der ersten Halbzeit so eine versetzte 5-1 mit Puyol gegen Stefan Czabor spielen lassen und in der zweiten Halbzeit Feuchtmann gegen unseren Rückraumlinken, Stefan Knäher oder einen anderen Spieler. Da haben wir so eine Zeit lang gebraucht, um Lösungen zu finden. Wer uns geholfen hat aufgrund seiner individuellen Qualitäten war Alex Herrmann, der so langsam wieder in alte Topform kommt. Er musste ja ersten drei Wochen der Vorbereitung aufgrund von Schulterbeschwerden, also aufgrund seiner operierten Schulter, kürzer treten. Nach hinten hat Dirk dann hat auf 3-3 umgestellt, um nochmal seiner Mannschaft einen Impuls zu geben. Das haben wir aber, finde ich, souverän gelöst, ganz cool. Natürlich auch mit dem Selbstbewusstsein einer 5-6 Tore-Führung. Da Lob an unsere Spieler, dass wir das Ding dann zu 100% bis zur letzten Sekunde durchgezogen haben. Ja, herausstellen möchte ich keinen. Ich fand, wir haben eine tolle Mannschaftsleistung geboten. Wir hatten auch eine Steigerung im Tor in der ersten Halbzeit. Haben mir da zwei, drei gehaltene Bälle gefehlt, aber dann zweite Halbzeit war das klasse. Und es ist gut für unsere Köpfe, denn auch wir sind noch in der Findungsphase, was die nächsten Spiele angeht, insbesondere das nächste am Donnerstag gegen Minden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kai. Und nun wollen wir hören, wie Dirk Beuchler, Trainer des VfL Gummersbach, das Spiel gesehen hat. Dirk, natürlich nicht zufrieden, gar keine Frage. Wie beurteilst du das heute? Erstmal guten Tag, erstmal Glückwunsch Kai und Wetzlar. Ich denke, der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Ja, ich bin damit natürlich nicht zufrieden. Wir haben in der ersten Halbzeit in der 6-0-Deckung nicht richtig die Kontrolle gehabt, sind immer hinterhergelaufen nach den Kreuzbewegungen, dann hat Kohlbacher zu viel Platz gehabt, Kai hat das ja schon geschildert. Dann musste ich eine Abwehrumstellung vornehmen, das hat Ende der ersten, Anfang der zweiten Halbzeit ordentlich geklappt, das war okay. Aber wir haben auch irgendwie dann auch da nicht die 1-1-Aktion oder die Kreuzbewegung von Wetzlar irgendwie in den Griff bekommen. Dann habe ich nochmal 3-3 decken lassen, um nochmal einen Impuls zu setzen, aber es hat auch nichts gebracht, weil wir dann, oder Wetzlar dann die großen Räume genutzt hat. Aber kam natürlich dann auch unsere
nicht so gute oder schlechte Angriffsleistung dazu. Ich glaube, wir haben einige Sachen gut gemacht, aber wir haben, glaube ich, in der Gesamtsumme 28 Fehlwürfe und 10 technische Fehler über das ganze Spiel. Das sind natürlich einfach zu viele Fehler, auch zu viele Fehlwürfe, wo natürlich dann Wetzlar das gnadenlos bestraft hat. Was mich ärgert, sind besonders die letzten 10 Minuten. Wir haben irgendwie 5-6 Tore hingelegen und dann aber die letzten 10 Minuten zu viele technische Fehler gehabt, zu viele Fehlwürfe, auch zu schnelle Fehlwürfe. Und dann kriegen wir nochmal 5-6 Gegenstoßtore und das muss nicht sein. Man kann dann auch verlieren mit 5-6 Toren zu Hause, das ist okay. Aber 11 Tore ist natürlich dann schon krass. Klar, wir müssen jetzt, dass es schwierig wird in der ganzen Zusammenstellung mit den neuen Spielern, mit verletzten Spielern, mit allem drum und dran. Das ist mir klar oder war mir klar und das wird noch ein langer Weg, den wir natürlich annehmen. Ab morgen geht es Vorbereitung los auf Melsungen. Da spielen wir am Donnerstag, da werden wir auf verärgerte Melsunger treffen. Ich glaube, da müssen wir noch präsenter sein oder viel, viel mehr präsenter sein als heute, weil die, glaube ich, von Michael Roth ordentlich Druck kriegen, dass sie gegen uns ordentlich spielen. Deswegen müssen wir uns dann 3 Tage da gut drauf vorbereiten. Was werden wir machen? Wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken, natürlich nicht jetzt oder so früh, sondern wir werden weiter trainieren, das, was die Mannschaft braucht, um auch dann Kombinationen in der Abwehr und im Angriff irgendwann zu vertiefen, weil in der Bundesliga geht halt alles nochmal schneller und intensiver zur Sache. Das habe ich auch am Dienstag der Mannschaft schon gesagt, aber heute war der Beweis da und die Leute müssen natürlich auch an ihren Aufgaben dann wachsen und reifen. Alles, Dankeschön. Dankeschön, Dirk Beuchler. Und nun wollen wir von Björn Seib, dem Geschäftsführer der HSG Wetzlar, wissen. Björn, neue Anwurfzeiten, ganz neue Rituale müssen eingeführt werden. Wie habt ihr das gelöst in Wetzlar, dass eure Jungs schon so wach waren heute? Ja, erstmal einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Glückwünsche, indem sie eben früh aufgestanden sind. So ganz einfach ist das. Ist sicherlich für den Biorhythmus, für die Spieler, aber auch für die Trainer ungewöhnlich, aber letztlich ist es so, wir sind mit dem Fernsehvertrag von Sky sehr gut aufgestellt, glaube ich. Es gibt halt ein paar Parameter, an die müssen wir uns gewöhnen und das ist einer davon. Ob man darüber jammert oder darüber sich beklagt oder eben nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Letztlich müssen wir uns da darauf einstellen. Die Trainer haben das in der Vorbereitung auch schon immer wieder mit einfließen lassen in Spielvorbereitungen, dass man eben frühzeitig aufstehen muss, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Aber das wird genau wie alles andere auch Zeit brauchen. Ich bin heute auch einfach nur unglaublich froh, dass wir so in die Saison gestartet sind, denn auch unsere Vorbereitung war unglaublich schwierig mit vielen neuen Spielern, vielleicht nicht so viele wie in den Jahren zuvor, aber nichtsdestotrotz, gerade auf der Königsposition ist das schon ein wesentlicher Part, der da neu eingespielt werden muss. Da muss sich jeder auch erstmal finden und das wird auch noch dauern, bis das so alles ineinander läuft. Aber was mich heute sehr froh gemacht hat letztlich, ist, dass die ganze Mannschaft an diesem Erfolg, in welcher Höhe auch immer zustande gekommen ist, ihren Anteil hatte. Jeder Spieler hat wichtige Akzente gesetzt. Und das zeigt, dass wir als Kollektiv, so wie in den letzten Jahren auch, gute Leistungen bringen können. Ein Einstand in der Saison ist immer wichtig. Mir ist vollkommen egal, wie das Spiel ausgegangen ist. Mir ist wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil das Selbstvertrauen schafft. Und letztlich ist das aber auch obsolet. Ich glaube, ab morgen sehen wir einfach zu, dass wir uns gut auf Minden vorbereiten, weil diese Liga ist knüppelhart. Man kriegt nichts geschenkt. Aber wir fahren heute mit einem guten Gefühl nach Hause und das ist das Wesentliche. Für uns im VfL Gummersbach wünsche ich, dass diese Verletzungsmiserie, die wirklich, wie sagt man so schön, krass ist, endet, dass die Spieler schnell wieder zurückkommen, dass gute Lösungen gefunden werden, weil bei aller Konkurrenz, bei allem Hin und Her, das braucht kein Verein und schon gar nicht in der Situation, wo auch Führungskrew und alles neu ist. Es ist ein sympathischer Club und alles Gute für die Zukunft. Ich bin mir sicher, ihr werdet das ordentlich wuppen. Danke. Herzlichen Dank, Björn Seib. Christoph Schindler, Sportdirektor VfL Gummersbach. Noch nicht so lange als Sportdirektor, dafür aber ganz lange als Spieler. Und jetzt brauchen wir mal eine Einschätzung, wie geht man als Spieler damit um, wenn man so eine Klatsche in Anführungsstrichen bekommen hat? Wie richtet man sich auf? Wie richtet man den Fokus wieder auf das nächste Spiel? Und was sagst du als Sportdirektor zum Ablauf heute? Ja, guten Abend von mir auch. Oder guten Abend ist es ja nicht. Ich muss mich auch erst dran gewöhnen. Glückwunsch auch von mir nach Wetzlar. Ja, kann schon wieder lachen, obwohl die letzten 10 Minuten speziell, die Dirk angesprochen hat, nicht zum Lachen waren. Ja, als Spieler genauso wie, glaube ich, Trainer und Sportdirektor und alle, die heute in der Halle waren, möchte man natürlich sofort wieder
wieder runter und die ganze Sache besser machen. Und ich denke, das werden die Jungs ab morgen auch tun. In Zusammenarbeit mit dem Trainer wird das Spiel mit Sicherheit aufgearbeitet werden und auch werden müssen. Dann geht der Fokus Richtung Donnerstag. Das ist ganz klar. Keiner geht heute zufrieden nach Hause. Ich glaube, da kann ich am besten nachvollziehen, wie sich die Spieler fühlen. Nichtsdestotrotz muss jeder sich Gedanken machen, wie er heute gespielt hat und vor allem, wie er in den letzten 10 Minuten gespielt hat. Das hat auch nichts mit Verletzung oder mit Nicht-Eingespieltheit zu tun, sondern es hat was mit der Verantwortung für den Ball zu tun. Das waren in den letzten 10 Minuten nicht in Ordnung. Ansonsten war es klar, dass wir mit 8, 9 Spielern und gerade das Verletzungspech, was Björn auch gerade angesprochen hat, sehr krass war und uns sehr krass getroffen hat. Und von daher war uns allen klar, dass noch nicht alles so laufen kann, wie es soll und wie es auch kann. Von daher wartet auf Dirk und die Mannschaft weiterhin viel Arbeit. Das werden sie auch machen, genauso wie in den letzten 6 Wochen. Da haben sie nämlich sehr, sehr gut gearbeitet und dann werden sie auch andere Spiele abliefern als heute und sich auch dafür belohnen. Vielen Dank, Christoph Schindler. Und jetzt, meine lieben Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, feuerfrei für Ihre Fragen an die Beteiligten hier. Keine Fragen, Fragen? Dann ist das, doch, da ist eine Frage. Ja, das kann man so nach einem Spiel nicht sagen. Also ich denke, wir sind hellwach ins Spiel gegangen. Wir haben das schon mal in der Vorbereitung gehabt auf dem Turnier. Da hat das auch gut geklappt auf dem Heide Cup Sonntag 12.30 Uhr. Ich will das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr thematisieren. Also wir werden uns darauf einstellen. Mal wird es besser klappen, mal weniger gut. Wenn wir das nächste Spiel abends um 19 Uhr verlieren, dann wird ja auch nicht nach dem Biorhythmus gefragt. Ja, das ist einfach eine Einstellungssache, aber sicherlich auch eine Gewöhnungssache. Und also von daher sehe ich da überhaupt gar kein Problem. Wir hatten heute auch eine kurze Anfahrt, also wir mussten nicht übernachten. Und wir werden das aber auswärts im Prinzip genauso machen. Ähnliche Wegzeit, ja, so dass man einen bestimmten Vorlauf hat. Und dann eben von der Ernährung werden wir gucken, was da am besten ist. Es ist bekannt, dass man jetzt nicht 2,5 Stunden vorm Spiel da noch Schweinebraten isst, ja, sondern haben wir eben gutes Frühstück. Und also ich nehme das erstmal einfach nur an und sage, lasst uns auf diese 20x40 Meter konzentrieren und einfach, ja, also in unserem Falle war das ja heute jetzt nicht der Fall. Gummersbach sagt das ja auch nicht. Also nicht nach Ausreden suchen, einfach annehmen. Gas geben, wir können es auf Schützen festen um die Zeit ja auch. Ja, ich kann mich da nur Kai anschließen. Ich denke, wir haben das Bestmögliche gemacht. Wir haben die letzten 4 Tage um 12 Uhr trainiert. Da sollte jeder Spieler dann, auch beim Training war der auch da und heilwach. Und wie Kai sagt, der Spieler muss auch irgendwo selber dann finden, eine Möglichkeit, wie er sich dann vor dem Spiel ernährt. Aber wenn man den Spielplan sieht, man spielt 12.30 Uhr, 19 Uhr, 20.30 Uhr, da muss man sich halt drauf einstellen. Das ist halt so. Das gibt Sky so vor oder die Liga hat das mit Sky so abgemacht. Deswegen brauchen wir da nicht zu lamentieren. Bitte schön, nächste Frage. Nein, Christoph und ich haben das ja beide angesprochen. Die letzten 10 Minuten, erstmal muss jeder, der einen Ball in der Hand hat, die Verantwortung für den Ball haben. Da kann man nicht einfach mal einen technischen Fehler machen und einfach mal aus einer nicht guten Situation aufs Tor werfen, weil dann hat auch keiner eine Chance zurückzulaufen. Wenn man dann auch den Ball in Zeiten ausspielt, dann hat man auch wenig Chance zurückzulaufen. Natürlich gebe ich Ihnen recht, dass der Spieler oder alle Spieler, alle 6, da schneller zurücklaufen müssen. Deswegen sind wir auch so verärgert über die letzten 10 Minuten. Habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man hier mit 4, 5, 6 Toren verliert, okay. Wir sind eine komplett neue Mannschaft, aber die letzten 10 Minuten sind nicht diskutabel. Da muss einfach jeder sich an die eigene Nase packen und sehen, dass er mehr Verantwortung für den Ball hat. Und wenn wir den Ball verlieren, dass wir alle zurücklaufen. Gibt es weitere Fragen aus Ihrem Kreis?
Das ist nicht der Fall. Dann sage ich Dankeschön, dass Sie uns Ihren Sonntagmittag gewidmet haben. Wir wünschen den Kollegen aus Wetzlar gute Heimfahrt und weiterhin viel sportlichen Erfolg. Wir sehen uns alle wieder nächste Woche Sonntag um 12.30 Uhr, wenn es heißt VfL Gummersbach gegen Frischhoff Göppingen. Vielen Dank.